Trading mit gleitenden Durchschnitten lernen, das ist das Thema in diesem Video. Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist André und ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit Finanzprodukten. In diesem Video schauen wir uns einmal gemeinsam die gleitenden Durchschnitte an. Wir sehen vor uns gerade den Chart vom Euro gegen US-Dollar, ein beliebtes Forex-Paar. Das kann man hier bei IQ Option handeln. Den Link zur Software, Trading-Software, findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, gleitende Durchschnitte sind ein beliebtes Werkzeug für Trader, die das sehr gerne benutzen, entweder für Einstiege oder für die Trendbestimmung. Ich werde euch mal beide Varianten zeigen, für Einstiege zum Beispiel oder auch für eine Trendbestimmung. Wir befinden uns übrigens im 15-Minuten-Chart. Eine Kerze geht 15 Minuten und wir werden uns jetzt mal einen gleitenden Durchschnitt einblenden. Dazu klickt man einfach auf Indikatoren, auf die MA, Moving Average, gleitender Durchschnitt, und dann kann man das Ganze hier direkt einfügen. Hier gibt es noch eine kleine Erklärung dazu von IQ Option. Ich werde euch das aber auch in diesem Video erklären. So, jetzt richte ich das Ganze ein. Wichtig ist, dass man hier den Zeitraum auswählt. Das ist sehr wichtig. Was ist dieser Zeitraum? Der gibt an, wie viel Kerzen in der Vergangenheit analysiert werden sollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den 20er Zeitraum eingebe, dann nehme ich die 20 letzten Candlesticks und davon wird der Durchschnitt gebildet. Ich werde hier einmal den 20er Zeitraum wählen, die Linie dicke Farbe ist okay, und dann klicke ich auf Anwenden und jetzt ist das hier schon gleich eingefügt. Also die letzten 20 Kerzen werden hier von dem gleitenden Durchschnitt natürlich angezeigt, präsentiert. Jetzt erst nochmal wichtig zu wissen, was sehen wir hier, wenn der Kurs natürlich hier, man sagt, wenn der Kurs drüber über dieser Linie ist, sind wir im Aufwärtstrend, wenn er drunter ist, sind wir im Abwärtstrend. Das Schwierige ist eben, das in den Seitwärtsphasen wirklich anzuwenden. Wir sehen hier gerade eine schöne Seitwärtsphase, ja, wenn der Kurs die ganze Zeit hoch und runter geht. Ich kann euch das mal einfach einzeichnen. Ja, der Markt geht hier die ganze Zeit hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Ist ja klar, dass der Durchschnitt dann circa in der Mitte ist. Also da bringt es uns schon mal nicht so viel. Auch für Trading-Einstiege bringt es uns da wirklich auch nicht viel, da irgendwie reinzugehen. Meiner Meinung nach ist dieses Tool wirklich anwendbar in einem Trend. Und wir sehen jetzt hier, ist der Markt nach oben ausgebrochen. Die Linie zieht natürlich nach. Natürlich nicht so schnell wie der Kurs, weil wir die letzten 20 Kerzen analysieren. Wir sehen aber jetzt, wir sind in einem schönen Aufwärtstrend. Ja? Der Markt ist über dieser Linie und es geht weiterhin nach oben. Schauen wir uns mal weiter in die Vergangenheit an. Ja, hier hatten wir einen schönen Trend und da kommen wir auch schon zu dem ersten Signal, meiner Meinung nach, was man auch für Einstiege benutzen kann. Das sehen wir hier. Ich zeichne euch das wieder ein. Und das wäre sowas. Ja, wenn wir sowas sehen, der Markt bricht runter. Also wir sehen, der Kurs ist unter der Linie. Das heißt, wir haben hier einen Abwärtstrend. Und dann macht er einen Abpraller hier hoch zu der Moving Average. Und wenn wir jetzt hier sehen, ja, der Markt kommt wieder zurück, will den Trend folgen, könnte man einsteigen nach unten. So wäre die eine Möglichkeit, hier eventuell eine Strategie zu entwickeln mit der Moving Average. Sehr, sehr simpel, also das sozusagen als Unterstützung zu nehmen oder eben als Widerstand. Natürlich funktioniert das Ganze am besten dann in trendigen Phasen, nicht in solchen Seitwärtsbewegungen, wie wir das hier sehen. Da ist das eher schlecht, sondern wenn wir wirklich hier einen Trend haben. Hier sieht man das auch nochmal zum Beispiel, das zeichne ich euch ein. Hier ging es schön nach unten, so, und dann haben wir hier eine Berührung der, des gleitenden Durchschnitts und es ging weiter nach unten. Ja, wäre hier auch ein Trade möglich gewesen. Ne? Ist dann natürlich wieder zurückgekommen, aber das kann man halt dann nicht hervorsehen. Schauen wir uns nochmal weiter an. Wir sehen hier wirklich einen schönen Abwärtstrend. Hier auch wieder. Es passiert immer das Gleiche, der Trend wird fortgesetzt. Hier wäre die Möglichkeit und hier auch mit dem Trend natürlich dann mitzugehen. Aufpassen muss man dann wirklich. Ich kann euch mal einen kleinen Tipp verraten. Wenn der Markt jetzt
Sagen wir hier Beispiel, er kommt hier hin, schießt direkt nach oben durch, dann ist das Ganze natürlich vorbei. Ja, dann kann man da nicht mehr reingehen. Wir sehen aber hier, der Markt stagniert, geht dann runter, und dann wäre eventuell die Möglichkeit einzusteigen hier nach unten. Also ich würde nicht da direkt einsteigen, das macht keinen Sinn. Das ist dann wie Casino spielen, sondern wir brauchen schon eine kleine Bestätigung vom Markt, dass der Markt in unsere Richtung geht. Und dann kann man dann auch wirklich gut, könnte man wirklich gut meiner Meinung nach einsteigen. Ja, was gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Moving Average zu benutzen? Ja, ich habe es einmal gesagt hier zur Trendbestimmung, ist ja eigentlich ziemlich simpel, sobald er da drunter ist, haben wir Abwärtstrend, sobald er drüber ist, haben wir einen Aufwärtstrend. Problem ist halt in den Seitwärtsphasen, dann mögliche Strategie oder mögliche Taktik wäre einzusteigen, wenn wir hier so ein Pullback da dran haben. Was gibt es jetzt noch für mögliche Strategien, die auch gerne benutzt wird? Ich bin da nicht so ein Freund von, weil diese Strategie sehr verzögert ist. Dazu wählt man dann eine zweite Moving Average ein. Man wählt sozusagen eine schnelle Moving Average. Ja, 20er. Ich will. Mach jetzt mal als Beispiel, nehmen wir mal noch die 35er. Oh, das ist natürlich jetzt schlecht. Wir wollen das unterschiedlich machen. Wir nehmen. Na, das mache ich mal weg. Wir nehmen die 15er. Und die rote lassen wir dann. Und die 30er. 30er Moving Average. Nehmen wir eine andere Farbe, nehmen wir weiß. So, damit wir das auch besser erkennen. So, eine weitere Möglichkeit, Strategie ist es, auch beliebt bei Tradern, einzusteigen in ein Trade, wenn man hier eine Kreuzung hat. Ja, wenn man eine Kreuzung nach oben hat, ja, wir sehen, die schnelle Moving Average überholt die langsame Moving Average, wäre auch hier eventuell Möglichkeit zum Einsteigen. Ich bin nicht so ein Freund der Strategie. Warum? Weil das meistens sehr verzögert ist und des Öfteren kann das auch vorkommen. Er täuscht so eine Kreuzung an, ja. Er täuscht so eine Kreuzung an, aber macht sie dann doch nicht. Und dann ist man natürlich ja, am Arsch, sage ich mal jetzt so ein bisschen vulgär ausgedrückt. Und es ist schwierig hier auch den geeigneten Stop-Loss zu finden bei dieser Taktik. Deswegen bin ich da nicht so ein Freund von. Aber viele Trader traden die. Ja, aus meiner Erfahrung habe ich das schon viel öfters gesehen bei anderen. Ist möglich zu traden. Für mich aber persönlich nichts. Schauen wir uns nochmal weitere Beispiele an. Also nochmal zusammengefasst, man nimmt eine schnelle Moving Average. Ja, das schnell meine ich. Periode eingestellt, 15er. Es werden weniger Kerzen analysiert, deswegen ist sie auch nicht so starr, diese Moving Average, sondern halt schneller, verfolgt den Kurs schneller. Die 30er ist halt langsamer, verfolgt den Kurs langsamer. Wenn, wie gesagt, nochmal, wenn ihr auch einen Account machen wollt und traden wollt, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung zu dem Broker Aki Option und ihr findet auch nochmal meine Homepage unten verlinkt in der Beschreibung für das Trading, ja. Und das hatte ich jetzt euch nochmal erklärt. Schnelle Moving Average, langsame Moving Average und dann nimmt man so eine Kreuzung, ja. Sehen wir nochmal ein Beispiel. Ja, hier wäre auch wieder ähnlich das Beispiel gewesen. Mach wieder ein kleines Screenshot und dann sehen wir hier die Kreuzung. Ja, der Kurs war hier auch wieder in der Seitwärtsphase. Da hätten wir natürlich schlecht traden können. Dann ist er nach unten gekommen. Ausgebrochen, da wäre er wahrscheinlich schon gekreuzt gewesen, wenn wir das so sehen würden. Und dann ist er nochmal zurückgekommen und dann ja, hätte man wirklich auch endgültig einsteigen können. Wie gesagt, in der Vergangenheit ist es immer schwierig, besonders diese Strategie. Ich habe die auch schon mal getradet mit diesen Kreuzungen. Es ist wirklich schwer zu sagen, wann man einsteigen soll, wann das sehr exakt ist. Da bin ich lieber ein Fan davon, dass man die einzelne Moving Average wählt. Ich zeichne das euch nochmal ein. Jetzt habe ich die eine rausgelöscht. So, und hier sieht man das auch ganz deutlich. Wir sind hier dann im Abwärtstrend. Der Kurs bricht raus, macht ein Pullback daran und dann hätte man hier einsteigen können. Nach unten zum Beispiel in dem Beispiel. Natürlich geht das nur, wenn wir einen Trend haben. Und hier sehen wir auch, der Kurs berührt die Moving Average fast
macht ihr so einen schönen Docht und dann wäre auch die Möglichkeit einzusteigen gewesen, ja? Okay. Das war's von mir zu dem Moving Average, zu den gleitenden Durchschnitten, wie das funktioniert. Würde mich über einen Daumen hoch freuen von euch, natürlich unten einen Kommentar und abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Hier gibt es Wissen rund um Trading, Forex, CFD, Kryptowährungen. Das Ganze präsentiert auch mit IQ Option und demnächst kommt auch nochmal ein anderer Broker ins Portfolio, wo man nochmal ein bisschen mehr Auswahl hat zum Handeln von den Finanzprodukten her. Also seid gespannt, bleibt dran bei diesem Kanal und ich wünsche euch viel Erfolg beim Handeln. Alle Links findet ihr unten in der Beschreibung. Und damit sage ich Ciao.